Eine Ausstellung unter dem Motto Rosa Rot ist derzeit im Familien-, Freizeit- und Lernberatungszentrum der Arbeiterwohlfahrt zu sehen. Es ist eine erste Aktion in Güstrow zur Woche gegen häusliche Gewalt gegen Frauen und Kinder, die im November begangen wird. Die Rosa-Rote Kampagne ist eine Initiative des Netzwerkes der Brandenburgischen Frauenhäuser. Neben verschiedenen Frauenkommentaren kommt auch der Hinweis darauf, wie Frauen aus dieser Gewaltspirale herauskommen können, nicht zu kurz. Dr. Inken Baller, Leiterin des FFLZ, weiß, wie notwendig es ist, auf häusliche Gewalt hinzuweisen. Ja, das Thema ist ein Thema, das immer wieder aktuell ist. Wir haben sowohl in der Beratung als auch in den präventiven Angeboten doch durchaus immer wieder auch Betroffene bzw. Nachfragen von Nachbarn, von Freunden, wie sie reagieren können, was sie machen können, wenn sie merken, dass es eine Frau in einer Familie, Kindern in einer Familie einfach nicht gut geht, dass Druck ausgeübt wird, dass auch geschlagen wird. Und wenn jemand kommt und sagt, ach, gestern war es gar nicht so schlimm, die Zähne sind ja noch heil, dann ist das schon erschreckend. Die Dimensionen häuslicher Gewalt sind vielschichtig. Zwang und Drohung, Ausnutzen männlicher Privilegien, körperliche und sexualisierte Gewalt oder auch Einschüchterung und Isolation – alles gehört dazu. Im vergangenen Jahr waren im Landkreis Rostock 395 Frauen und 328 Kinder von häuslicher Gewalt betroffen. Und oftmals wird eine rosarote Brille aufgesetzt und gesagt, dass alles nicht so schlimm sei, dass es einen nichts angehe oder dass man kaum etwas dagegen tun könne. Die 18 Aufsteller rücken das Thema in den Blick. Bis zum 30. Oktober ist die Schau in Güstrow zu sehen. Ein aussagekräftiges und eindrucksvolles Begleitmaterial liegt bereit. Eine Besonderheit? Die Ausstellung gibt auch Menschen mit Handicap die Möglichkeit zur Besichtigung. Denn auf jedem Banner sind QR-Codes angebracht, über die nicht nur Blinde und Sehbehinderte die Möglichkeit erhalten, sich die Inhalte der Ausstellung auch vorsprechen zu lassen.